Wer kennt es noch, diese Sendung? Hände hoch, wer kennt die Sendung? Der Preis ist heiß, das ist wahrscheinlich in dieser Generation ein Problem. Ist schon ein paar Jahre her, auf RTL lief diese Geschichte. Aber jetzt hat der ja, aber keine Sorge, in die Medienlandschaft, sondern in einen Supermarkt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin in den Rewe gegangen und habe da mal ein Salzregal fotografiert. Und ein Salzregal besteht aus sehr vielen verschiedenen Produkten, aber letztlich geht es nur um das Produkt Salz. Kennt ihr immer noch den Begriff Bückware? Steht meistens ein bisschen unten, das ist das Günstigste. Ja, also wenn ich mich bücke, muss ich mich anstrengen, dafür werde ich entlohnt mit dem günstigsten Preis für ein Salz. Mittendrin, welche Produkte stehen denn da? Die teuren, mittleren oder die billigen? Die teuersten stehen in der Mitte auf Augenhöhe. Und ganz oben stehen Produkte wie Himalaya geschöpftes Meersalz oder was auch immer. Ich habe hier nur mal ein paar aufgeführt, was mir da aufgefallen ist. Also neben Salz gibt es Jodsalz, Meersalz, Flursalz, handgeschöpftes, wie gesagt, Himalaya-Salz und so weiter. Wenn wir ins Restaurant gehen, auch da haben wir eine Auswahl, beziehungsweise verlangt der Gast nach einer Auswahl. Klassische Speisekarte, da stehen Vorspeisen drauf, Suppen, Fisch, warme Gerichte, Desserts. Bei manchen Gastronomiebetrieben stehen auch so neue trendige Gerichte drauf, wie für Veganer zum Beispiel oder Kindergerichte, manchmal auch Menüs. Sprich, auch da holen wir den Gast ab, indem wir verschiedene Gerichte anbieten. Und wenn ich dann bei manchen Hotels auf die Website schaue, dann sehe ich diese Auswahl hier. Da steht dann drauf, Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet kostet 85 Euro. Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet kostet 109 Euro. Punkt aus. Wo ist denn da die Auswahl für den Gast? Da hapert es ein bisschen. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist, dass es durchaus möglich ist, auch in der Welt der Logie eine Auswahl anbieten zu können. Ja? Und um es hier ein bisschen abzuholen, viele von Ihnen haben ja auch Gastronomie, machen wir einfach mal die Parallelwelt auf zwischen Küche, das soll der Topf sein, und eben die Logie, das soll das Bett darstellen. Also könnte ich hergehen und sagen, Wasser brauche ich, um eine Suppe zu kochen. Ja? Und das Wasser ist im Prinzip äquivalent zum Zimmer. Denn ohne Zimmer kann ich nichts verkaufen. Dann brauche ich einen Topf. Das könnten jetzt meine Fixkosten sein. Dann tun wir ja auch was rein in die Suppe, zum Beispiel eine Zwiebel. Das könnte die Lage sein. Karotten tun wir rein, das könnte die Ausstattung des Zimmers sein. Lauch tun wir rein, das könnten variablen Kosten sein. Salz muss auch rein. Das sind Kommissionen. Ja, Reizthema schlechthin in der Hotellerie. Und dann brauchen wir natürlich auch einen Pfeffer. Und das könnten die Kreditkartensätze sein, zum Beispiel. Ja. Wenn ich das gegenüberstelle, kommt irgendwann einmal eine Suppe raus. Jetzt dummerweise hat der Gast die unverschämte Angewohnheit, auch noch Anforderungen an uns zu stellen. Der möchte nämlich zu jeder Zeit eine gute Auswahl von Preisen haben. Es interessiert ihn nicht, ob es jetzt zu uns passt oder zu kompliziert ist, ob wir mit Systemen arbeiten oder nicht. Der Gast möchte abgeholt werden. Es könnten Werbepartner sein, zu Zeiten, wo wir Geschäft brauchen, die der Gast auch kennt, diese Zeiten. Fanhotels wie zum Beispiel im Skiurlaub, wenn Sie wissen, die weißen Wochen im Januar, das ist meistens ein bisschen günstiger, als wenn ich über Neujahr Weihnachten in Skiurlaub fahre. Arrangements, da hat sich ein bisschen was geändert in der Vergangenheit, also seit 1. Juli, wissen Sie wahrscheinlich, dass es nicht mehr so einfach ist, ein Arrangement anzubieten, aber trotzdem gibt es Gäste, die darauf total abfahren. Es gibt Raten für bestimmte Kundenkreise. Wenn ich weiß, dass mein Hotel zum Beispiel an einer beliebten Strecke für Motorradfahrer ist, dann kann ich durchaus eine Rate anbieten, die sich auf dieses Zielpublikum konzentriert. Also auf Motorradfahrer. Aber nicht nur diese Rate dann nennen Motorradfahrer Special, sondern dann muss ich auch eine Leistung anbieten, um dieses Publikum anzusprechen.
Was wollen denn Motorradfahrer üblicherweise, wenn sie bei Ihnen übernachten, wenn sie jetzt, wenn das jetzt ein Zielpublikum wäre? Eine Garage, ganz wichtig, weil die Dinger sind nämlich nicht billig. Ja, und was noch? Trockenräume. Trockenräume für die Klamotten, wenn es regnerisch ist, genau. Und was wäre noch? Ein Bier, wenn die Tour hoffentlich zu Ende ist. Aber auch mal an die Helme denken. Die wollen ihre Helme waschen, denn da jetzt nicht mehr so stark, aber die Insekten tummeln sich da ganz gerne mal auf dem Visier. Und das möchte ich natürlich gereinigt wissen. Der Gast hat es gelernt mit den Internetportalen, dass die Preise von günstig nach teuer gelistet werden. Also es hilft nichts, wenn ich das Wunschdenken vieler Hoteliers sehe, dass der teuerste Zimmertyp an erster Stelle steht. Es funktioniert nicht, es wird denen anders beigebracht bei Booking und HRS und so weiter. Das gleiche gilt auch für die Zimmertypen, heißt von klein nach groß. Idealerweise wäre der letzte Zimmertyp der geräumigste oder eben die Suite, der gelistet. Die Preis-Leistung muss logisch nachvollziehbar sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit verschiedenen Preisarten arbeite, kann es nicht sein, dass ein Werbepreis oder ein Wochenendpreis zum Beispiel teurer ist als mein sogenannter Schrankpreis, der höchste Preis normalerweise. Wir haben auch gelernt, dass der internetbuchende Gast wesentlich preissensitiver ist. Dass der Internet-User wesentlich preissensitiver ist als der ganz normal ins Reisebüro geht und eine Reise bucht. Und Reisebüros kommen uns sogar entgegen, denn die buchen logischerweise, weil sie ja Kommission dafür kriegen, höherwertige Zimmer. Das heißt, das muss ich auch in die Waagschale schmeißen, wenn ich meine Preisstrategie aufbaue. Und eigentlich, und ich weiß, das ist bei vielen von Ihnen jetzt auch Reizthema, eigentlich will der Gast überall den gleichen Preis sehen. Der will nicht auf Trivago gehen normalerweise, um die Preise zu vergleichen und dann zu lernen, wo er am günstigsten bucht, sondern er möchte eigentlich überall denselben Preis sehen. Den interessiert es nicht, ob Sie Kommissionen zahlen an Booking oder nicht. Jetzt haben wir unsere Suppe da stehen, das ist eine klare Brühe, so viele Zutaten haben wir ja nicht rein. Also die Suppe könnte jetzt das Zimmer sein. Und jetzt wissen wir ja auch, dass es verschiedene Arten von Suppen gibt. Und das könnte jetzt wieder Gegenüberstellung sein. Die Nudelsuppe könnte ein Standardzimmer sein. Die Rahmsuppe könnte das Superior-Zimmer sein. Hühnersuppe Komfortzimmer, Rindfleischsuppe Deluxe-Zimmer. Die Hochzeitssuppe, wo alles Mögliche drin ist, also im positiven Sinne. Ist dann die Suite. Ja? Also ganz genau das gleiche wie in der Gastronomie. Und so können wir unsere Preisstruktur auch aufsetzen. Jetzt tun wir das nicht alles, und es ist ganz wichtig, nicht alles um des lieben Gastes willen, sondern in erster Linie schaffen wir uns eine Preisstruktur, damit wir was davon haben. Uns soll es ja in Zukunft weiterhin geben. Viele Hotels übergeben das an die nächste Generation. Und was ich da erstaunlicherweise immer wieder höre in so einem Erstgespräch, wenn ich nach der Preiskalkulation frage, ist, wissen Sie, ich habe das halt vom Vater übernommen. So viel zum Thema Preiskalkulation. Oder auch sehr beliebt, ach, wissen Sie, das lief die letzten 25 Jahre ganz gut, das wird auch die nächsten 25 Jahre ganz gut laufen. Böser Fehler, böser Fehler. Also wir machen das Ganze in erster Linie, damit der Umsatzverlust vermieden wird. Die Ratenstruktur soll flexibel sein, damit Sie schnell auf Anforderungen des Marktes reagieren können. Ich nenne da nur ein paar Beispiele. München vor 2 Jahren, wer weiß es noch, was da passiert ist? Attentat oder dieses Shooting da in OEZ. Das hat München, also der Hotellerie München, 15% Einbußen gebracht. Ich rede jetzt nicht von der Wiesn, also das war nochmal eine andere Geschichte. Das kann immer passieren und es beeinflusst logischerweise unser Geschäft. Wenn ich da mit starren Preisen arbeite, kann das der Genickschuss sein. Wir gewöhnen uns an, dass Nachlässe oder Rabatte oder Ermäßigungen nur dann gegeben werden, wenn der Gast bereit ist, unsere bestimmten Voraussetzungen zu erfüllen. Das kann zum Beispiel eine volle Vorausbezahlung sein zum Zeitpunkt der Buchung. Er kriegt das Geld nicht zurück. Es kann ein Mindestaufenthalt sein, es können bestimmte Buchungszeiträume sein. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie man da arbeiten kann.
Logischerweise wollen wir die Vertriebskosten optimieren. Wir wollen nicht irgendwie für was zahlen, nur weil wir jetzt bei Booking dabei sind. Also wir treiben schon den Gast hin zu unserer eigenen Website, was ja der attraktivste Buchungskanal ist. Das ist im Übrigen wirklich der attraktivste Kanal, nicht wenn der Gast bei Ihnen anruft. Ja, da gibt es ganz tolle Aufstellungen. Wir haben da auch noch was als Geschenk dabei für Sie, damit Sie das mal erkennen. Und es soll logischerweise nicht komplizierter werden, als es bislang schon ist. Es gibt tolle Systeme, wo man das alles verwalten kann, wo Sie eigentlich gar nichts mehr groß überlegen müssen. Es macht alles das System für Sie. Und das Schöne dabei ist, es ist bezahlbar. Sprich, der Preis kann durchaus ein Marketingpartner sein und auch ein Auslastungsmotor. Aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wie viel Ihr Zimmer wert ist, nicht das Zimmer vom Nachbarn. Schauen Sie bitte nicht immer auf die andere Seite vom Gartenzaun und schauen, was der Nachbar macht. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Betrieb und positionieren Sie sich richtig, sodass Sie auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Wie hoch sind die Kosten? Auch da gibt es für manche Hoteliers eine Herausforderung. Die wissen gar nicht, was die fixen Kosten oder die variablen Kosten sind. Diese starren Preislisten sind out. In der Ferienhotellerie ist es oft so, ne, dass sie eigentlich ihr Studium abgelegt haben müssen, um zu wissen, was sie überhaupt zahlen müssen. Flexible Raten sind in, das heißt, es kann durchaus nach Auslastung und Nachfrage nach oben und nach unten gehen. Ratenparität, das überlasse ich Ihnen, ob Sie zusehen möchten, dass der Preis überall der gleiche ist oder ob Sie versuchen, hier ein bisschen den Gast vorzuschreiben, wie er zu buchen hat. Und Sie sollten sich im Klaren sein, dass es so viele Systeme da draußen gibt, die alle verkaufen, als wären sie die Besten. Also Sie können da wirklich mal oder sollten da mal ein reinigendes Gewitter drüber laufen lassen, um zu sehen, welche wirklich notwendig sind. Und die Steuerungsmöglichkeiten, wie gesagt, Sie sollten Wochenendpreise anbieten, auch wenn Ihr Hauptgeschäft am Wochenende ist. Sie können die Preise nach Auslastung steuern, das heißt, wenn sich das Hotel füllt, gehen Sie automatisch nach oben mit dem Preis. Für Gäste, die länger bleiben, können Sie spezielle Tarife anbieten, wo ein bestimmter Bonus mit hinterlegt ist oder inkludiert ist. Frühbucher ist das Thema, wenn Sie jetzt einen Fernseher anschalten. Da sehen Sie, hat schon jemand die Werbung von Hurtigruten gesehen. Also wenn Sie das, ne, das kommt ja immer zur Primetime sozusagen, da kriegen Sie jetzt einen Frühbucherbonus, der nicht von der Kante zu schmeißen ist, denn diese Veranstalter erziehen ihre Gäste dazu, frühzeitig zu buchen, um ein Schnäppchen zu machen. Wer sieht denn noch Last-Minute-Angebote? Waren Sie schon mal im Münchner Flughafen, wo früher eins nach dem anderen, das ist jetzt leer. Also das sind keine Last-Minute-Reisebüros mehr. Auch eine ganz spannende Geschichte zu beobachten. Stammgäste sollen natürlich gepampert werden, das sind die goldenen Kälber, die wollen wir auch weiterhin. Also die kriegen auch einen speziellen Preis von uns. Die Schnäppchenjäger, ja, wollen wir auch, brauchen wir auch zu bestimmten Zeiten, aber nur, also nicht quer durchs ganze Jahr. Preise für bestimmte Zielgruppen, wir haben vorhin die Biker rausgenommen, ich hätte jetzt auch Familien sagen können, oder diese Stopover-Touristen, die Holländer sind da ganz gut drin. Singles ist total am Kommen, dass man so eine Art Single-Stammtisch macht und für diese Klientel dann eben auf den Doppelzimmer- oder Einzelzimmerzuschlag verzichtet. Firmenpreise, schauen Sie mal in Ihre Umgebung, welche Firmen da wirklich loyal Ihnen gegenüberstehen. Die sollten auch einen gestaffelten Firmenpreis kriegen, je nachdem wie viele Nächte sie bringen. Gruppenreisen, auch immer wieder wichtiges Marktsegment, Privat-, Hochzeit-, Tagung, Busse, Vereine und so weiter. Und auch lokal ansässige Firmen, denen sollten Sie auch einen speziellen Preis anbieten. Allerdings, wie schon gesagt, immer mit einer Einschränkung, immer mit Ihren Restriktionen, die Sie da hinterlegen. So, jetzt wohin mit unserer Suppe? Jetzt haben wir so viel Suppe gekocht, dass wir nicht wissen, wohin damit. Natürlich verkaufen wir direkt. Also das heißt, bei Ihnen übers Telefon, E-Mail, es kann auch mal sein, dass ein Gast reinläuft und sagt, haben Sie noch ein Zimmer? Fax ist jetzt weniger. Wer hat noch Faxreservierungen? Also ein Phänomen wird abgelöst. Die hoteleigene Website, dreimal unterstrichen, das sollte Ihr wichtigster Kanal sein, weil eben auch in den Vertriebskosten günstig.
Dann unsere Partner, Freunde, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Booking, Expedia und wie sie alle heißen. GDS für die Hotels, die in firmenrelevanten Destinationen, aber auf jeden Fall Großstädten liegen, absolut wichtig. Veranstalter, eher für die Ferienregionen, TUI, DERTUR und wie sie alle heißen. Rabattplattformen, da passen Sie bitte ganz extrem auf. Die wollen ja erst einmal 50% von Ihrem Preis schon mal abknipsen, damit die einen ganz speziellen Deal haben. Gibt es auch ganz verschiedene Plattformen, die auch sehr aggressiv Werbung machen. Aber ich glaube, die Lehrstunde mit Groupon hat der eine oder andere schon erlebt. Also es ist aus umsatztechnischer Sicht nicht unbedingt förderlich. Und was immer wichtiger wird, sind tatsächlich diese Preisvergleichsportale wie Trivago, Kayak, TripAdvisor und Google, die ihren Preis im Prinzip im direkten Vergleich zu den anderen Portalen darstellen. Wir haben Ihnen, ich habe es Ihnen versprochen, wir liegen von der Zeit, passt, eine kleine Liste, schaut jetzt kompliziert aus, ist es aber nicht. Diese Liste haben wir Ihnen ausgedruckt mitgebracht, gibt es auch zum Download bei uns auf der Webseite. Im Prinzip soll es Ihnen nur mal zeigen, was unterm Strich übrig bleibt. Also Sie haben hier oben Ihre Zimmerkategorie, also meinetwegen die Reisesuche mit Spätzle drin oder irgend sowas. Und die kostet in jedem Vertriebskanal den gleichen Preis. Also wir setzen den Preis meinetwegen hier für diese Zimmerkategorie bei 185 Euro an. Und dann kann ich je nach Vertriebsmodell runterrechnen, wie viel denn übrig bleibt. Und da sehen Sie ganz genau, dass eigentlich hier mit diesen Gutscheinmodellen am wenigsten übrig bleibt. Also 69,37 im Vergleich zu einer Buchung für dieses selbe Zimmer über die eigene Website. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und darum geht es uns, Ihnen beizubringen, Umsatz zu machen, auf der anderen Seite logischerweise auch Auslastung. Das Ganze nennt man Neudeutsch Revenue Management oder Umsatzoptimierung. Und da würden wir uns freuen, wenn wir Sie heute an den Stand, den wir hier hinten an der Kaffeepause haben, noch vorbeischauen und Ihnen auch Vorschläge geben, wie Sie Ihre Mitarbeiter halten und motivieren können. Aber wie gesagt, gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Es ist doch recht voll. Nee, alles geschluckt, alles verstanden, das wäre schön. Also ich war jetzt mit 20 Minuten recht knapp bemessen mit der Zeit. Normalerweise machen wir das über den ganzen Tag, dieses Thema. Oder sind Sie jetzt total geblättet? Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.